Schönen guten Abend bzw. Nacht, muss man ja sagen mittlerweile. Willkommen zurück zu Dark Souls 3 für die PS4. Und ich habe mich ein bisschen durch die Katakomben gemetzelt, beziehungsweise ich bin eher gelaufen zum nächsten Feuer. Und wir stehen vor dem nächsten Boss, den ich euch nicht vorenthalten wollte und den ich unbedingt auf Band festhalten wollte. So, jetzt gucken wir mal, ob die Aufnahme läuft. Die läuft. Das ist wunderbar. Wir sagen, 30 Minuten startet jetzt. Und wir schauen mal, ob wir den platt machen. Ich habe mein großes Schwert. Und ich habe die schnelle Rolle, die hier hoffentlich was taugt. Kelchbüttler. Alter! Von einem Dreckwichser da gekillt. Von einem kleinen Wicht, der hier einen Berserker raushängen lässt. Okay, neue Taktik. Dresch so schnell es geht auf den Typ ein. Ich behaupte, dass der alleine machbar ist. Man muss nur, glaube ich, sehr, sehr, sehr schnell sein und ein bisschen Glück haben. Ah, jetzt kommen wir hier. Der Weg hin finde ich halt ein bisschen ätzend. Auch wenn ich mittlerweile eine Abkürzung freigeschalten habe. Nämlich hier das Tor aufgemacht. Und jetzt kommen hier Skelettkrieger. Guckt euch das an, wie viele Skelettkrieger da kommen. Ist doch abartig. Versuchen wir das nochmal. Immerhin, man kann seine Seelen hier immer wieder gut holen.
wir das überspringen, das können wir nicht. Alter, bleib mal lässig. Schwein gehabt. Oh, der steckt nochmal. Doch nicht Schwein gehabt. Alter! Haben wir es jetzt? Alter. Dass man den auch nicht trifft? Danke dafür. Alter, ich kann halt nicht weg da. Das geht halt nicht. Das ist doch scheiße. Vor allem jedes Schwert macht zu wenig Schaden. Und das hier ist einfach zu langsam. Dann müssen wir doch das hier wieder nehmen. Das ist doch kacke. Das ist einfach scheiße. Dass man die Fahnen immer dadurch auf einen lassen muss. Ich kann ihn auch nicht folgen. Man kann sich zwei sehr ätzende Gegner ersparen. Das ist sehr angenehm. Und diese Skelettkrieger hier sind nervig ohne Ende. Doch tatsächlich durch. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Leute heute hier am Start sind. Ja, das schenken wir uns wieder. Ich komme ein bisschen näher ran, dann bin ich auch etwas verständlicher, hoffe ich.
Leute, jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal ernsthaft. Wie soll denn das gehen, wenn der mich bis an die Wand drängt und dann seinen Nebel macht? Wo soll ich hin? Vielleicht, ich nehme mal Spaß. Ich drücke hier drauf. Immer wenn ich es zeige, geht es dann auch komischerweise. Wir nehmen uns mal die Fackel mit. Wir sehen mittlerweile echt sehr, sehr scheiße aus. Keine Augenhöhen, gar nichts. Immerhin, der Weg ist sehr angenehm, muss man sagen. Und ja, die 10 haben wir geknackt, zack, wieder auf 9 runter. Es ist the magical one. Zack. Immer mal schön 1000 Seelen, die man mitnehmen kann. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Es wird immer mehr. Oh shit, jetzt bin ich hier. Ja, das ist unmöglich zu schaffen. Unmöglich, das so zu schaffen. Wenn er natürlich ausholt und dann nochmal ausholt, geht das natürlich nicht. Enttäuschend. Also ich denke, mit zu zweit ist es auch echt, wenn jeder weiß, was zu tun ist und ein bisschen Glück hat, kommt man da echt sehr schnell. Ja, ich glaube, es macht auch keinen Sinn, welchen Arm man zuerst angreift. Okay.
Komm schon. Nein. Fick dich. Nochmal. Das immer. Ist der Nebel auch um ihn herum oder was, dass ich den linken Arm nicht angreifen kann oder was soll die Scheiße, Mann? Gut, dann ich versuche den Hinweis einfach mal den linken Arm erst anzugreifen. Weil ich mir denke, am linken Arm sind halt auch. Es ist halt nur ein so ein Ring. Scheiße, Mann. Das ist echt ein mieser Gegner. Vor allem, ich habe so das Gefühl, dass dieser eine Arm da. Das langt nicht. Alter, und wie viele Skelette hier immer kommen? Wir locken dir mal ein bisschen mehr. Ha! Also immer so 1100 etliche. Dich doch ins Knie, du dumme Drecksau!
sagen wir hin, weil es war nicht gut. Ihr sagt auch witzig zurück. Habt ihr gesehen, dass ich komplett an der Wand stand? Nee, nee. Rechter Arm. Dann erstmal den ein bisschen von der Wand wegtreiben, dass man rückziehen kann überhaupt. Und dann mal weiter schauen. Alles andere, da sehe ich keine Zukunft drin. Hier ein bisschen was weg. Ich habe auch immer Angst, da runterzufallen. Das ist ganz, ganz schlimm. Alles funktioniert. So drehe ich den erstmal zurück. Jetzt noch mit dem Nebel oder was? Ah ja, komm! Ich drücke auch immer viel zu oft. Das zählt es nicht. Was passiert da jetzt? Jetzt zieht er da ein Schwert raus. Wieso kann ich den nicht angreifen? Will mich verarschen. Die sind einfach unsterblich. Ja, ja, ja. Sie sind einfach unsterblich, die dummen Wichser. Man kann sie nicht töten. Brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Zieht einfach noch mal ein Schwert aus dem Boden.
Lost nicht auch immer so nah beieinander hätte. How should I land the blow? Wie geht das? Wie soll ich das schaffen? Letzter Versuch. Dann hole ich mir halt dauernd Hilfe. Das ist mir einfach zu heftig. Wir müssen auch ganz kurz eine Pause machen. Geht gleich weiter.